Hallo, ich bin Tanja Heidmann und stelle euch heute hier mein Jugendbuch Stoneheaven vor, das am 1. März gerade erschienen ist. Es ist ein Buch, das mir persönlich sehr, sehr viel Freude bereitet hat, es zu schreiben, der Heldin Mariella zu folgen. In Stoneheaven, das ist eine Zitadelle, die in einer Steinklippe liegt, einzutauchen im wahrsten Sinne. Und finde es sehr schön, jetzt ein paar Stellen daraus vorzulesen, um euch mitzunehmen. Das Erste, was Mariella vom Quartier ihrer Einheit zu sehen bekam, war kaltes, blendendes Licht. Gnadenlos strahlte es von der Decke hinunter und ließ sie blinzeln, als sie durch die Tür trat. Vor ihr lag ein länglicher, fensterloser Raum. Die Wände waren von einem schmutzigen Gelb, der deprimierendsten Farbe überhaupt. Scheiße, sagte Mariella. Das wird schon, tröstete Lyon sie. Ach ja, werden etwa Medikamente ausgegeben, die das möglich machen? Ich sag das nicht nur so. Nach einer Weile fällt es einem gar nicht mehr auf, wie übel es hier aussieht. Aus einer Ecke erklang ein abfälliges Schnaufen. In einer Art Teeküche stand jemand, von dem Mariella nicht auf Anhieb sagen konnte, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelte. Schwarzes, kurz geschorenes Haar und ein Körper, der unter Schlabbershirt und Latzhose verschwand. Mit diesem Grundsatz will Skyloloan von den Amur dir sagen, dass es ihrer Meinung nach auch Drogen nicht erträglich machen würden. Was ihrer Ansicht nach übrigens nicht im Speziellen für Stoneheaven gilt, sondern für die Welt im Allgemeinen. Falls du darüber reden möchtest, was dir alles nicht gefällt oder dich unglücklich macht, ist Sky deine Ansprechpartnerin. Wenn du nur quatschen willst, eher nicht. Das vielleicht 15-jährige Mädchen drehte in Zeitlupe ihrem Kopf und warf Lyon einen Blick zu, in dem trotz seines schnippischen Kommentars pure Gleichgültigkeit lag. Mariella winkte ihr zur Begrüßung, denn Sky machte nicht den Eindruck, als ob sie Wert auf Wangenküsse legte. Hi, ich bin Mariella aus Barcelona. Lyon grinste. Um genau zu sein, ist sie Maria Aurora Mercedes Auguste Clementi aus dem Familienzweig der Rosaliden. Als Mariella ihm mit dem Zeigefinger drohte, zuckte er bloß die Schultern. Was denn? Das bist du doch. Ja, bist du das? Bist du Maria Aurora Mercedes Auguste Clementine? Skys Stimme war samtig tief und nichts deutete darauf hin, ob ihre Frage ernst gemeint oder bloß Verarsche war. Mariella wusste nicht viel über die Amur. Eigentlich wusste sie nicht einmal, wo genau dieser Familienzweig lebte, da es sich um Nomaden handelte. Allerdings hieß es, die Amur brächten jene Assassinen-Elite hervor, deren Dienste sich die Clan-Zusammenkunft, auch der Kreis genannt, in besonders schwierigen Fällen zunutze machte. Gelegentlich wurden die Assassinen angeblich auch beauftragt, um in Ungnade gefallene Mitglieder aus den Familienzweigen der Tannin zu eliminieren, aber das mochte nur ein Gerücht sein. Während Mariella von Skys hypnotisierendem Blick gefesselt war, trommelte Lyon ungeduldig mit den Fingern auf seinen Unterarm. Wo steckt denn der Rest von uns? Ihr wusstet doch Bescheid, dass wir heute ein neues Mitglied bekommen. Wir haben den Nachmittag frei bekommen, um Mariella willkommen zu heißen. Sky fühlte sich anscheinend nicht angesprochen, denn sie stand einfach nur da, die Hände in den Taschen ihrer Latzhose versteckt. Hallo, aufwachen! Lyon wedelte mit der Hand vor dem Gesicht des Mädchens herum. Wo sind die anderen? Oh, scheint nicht ständig auf Durchzug, das nervt. Warum sollte ich wissen, wo wer steckt? Sagte Sky. Bin ich etwa der Gruppenleiter? Nein, aber ich habe dich darum gebeten, ein bisschen was vorzubereiten, den Tisch einzudecken oder so. Ein nettes Willkommen eben. Ich habe Tee gekocht. Träge deutete Sky auf eine dampfende Kanne, die einsam auf dem Tresen stand. Was für Tee? Wollte Lyon wissen. Der Geruch ist nicht besonders vertrauenserweckend. Ich hatte da noch so ein paar Spezialblätter von zu Hause. Okay, sagte Lyon, vergessen wir das Gepansche. Möchtest du ein Glas Wasser, Mariella? Eigentlich war Mariella dem geheimnisvollen Tee der Amur nicht abgeneigt. Aber bevor sie etwas sagen konnte, ging eine Tür im hinteren Raum auf. Ein auffallend schlankes Mädchen trat ein,
nur um sofort mit vor der Brust verschränkten Armen stehen zu bleiben. Sieh an, Frischfleisch, sagte sie. Der Einschlag ihrer Stimme verriet irische Wurzeln. Noch mehr stach Mariella jedoch das rotblonde Hahnsauge, das kunstvoll hochgesteckt war. Das Mädchen in dem verwaschenen Blumenkleid hatte etwas von einer Porzellanpuppe. Sie war genauso schön und kühl. Lyon lächelte. Darf ich dir unseren Neuzugang vorstellen, Tessa? Das ist Maria Aurora Mercedes Clement, kurz Mariella von den Rosaligen, unterbrach ihn Mariella, die gerade gar keine Geduld übrig hatte für ihren Endlosnamen. Und du gehörst wohl zur Sippe der Clearswitch aus Irland? Hui, machte das Mädchen. Unsere kleine Spanierin ist ja eine ganz schlaue. Hat deine Familie dich wegen Klugscheißerei nach Stonehaven verbannt? Unbedingt, sagte Mariella. Mercedes. Tessa sprach den Namen von Mariellas Mutter nachdenklich aus. Heißt das, du bist die Tochter vom Familienoberhaupt der Rosaligen? Mariella seufzte ergeben. Genau das bin ich. Und bevor du selbst drauf kommst, ich bin Mercedes Tochter, aber kein Klon von ihr. Was bedeutet, dass es für mich Wichtigeres gibt, als die Geschicke der Tannien zu lenken. Anstatt wie die meisten Leute mit einer gewissen Ehrfurcht zu reagieren, sobald von Mercedes die Rede war, zog Tessa lediglich die Nase kraus. Naja, großartig. Eine wie du hat in unserem illustren Kreis gerade noch gefehlt. Dann haben wir jetzt den französischen Edelmann, der in Ungnade gefallen ist, die geheimnisvolle Spezialagentin mit der Lizenz zum Töten und jetzt ganz exklusiv die spanische Infantin. Da komme ich mir als Mädchen von der grünen Hügeln ja richtig langweilig vor. Du hast den Krieger aus Alaska vergessen, gab Sky zu bedenken. Und außerdem noch... Ja, vielen Dank für die Erinnerung, fauchte Tessa. Und der Krieger, wie du ihn nennst, gehört wohl kaum zu eurem Kreis der Auserwählten. Das kann dir unsere Rosalike bestimmt bestätigen. Schließlich schauen die stolzen Spanier schon seit Jahrzehnten auf den Clan der Beringer hinunter. Ganz zu schweigen davon, was sie meiner Familie angetan haben. Mariella winkt ab. Das sind doch alles Geschichten von gestern. Als vom Aussterben bedrohte Gattung sitzen wir Tannien schließlich alle im selben Boot. Aber es war kaum zu glauben, dass ihr zur Begrüßung langweilige Sippenfeen entgegenschalten. Nicht alle Tannien waren einander grün, okay. Aber dafür war doch wohl nicht sie als harmlose 16-Jährige verantwortlich, die noch nicht mal in die Nähe des Kreises kommen durfte. Lassen wir das Thema, mischte Lyon sich ein. Hier unten gelten eh andere Gesetze, da ist es bedeutungslos, aus welcher Familie man stammt. Tessa sah das anders. Für jemanden wie dich, sie zeigte mit dem Finger auf Mariella, der mit einem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen ist, mag das ja alles unwichtig sein. Hauptsache, deiner Familie geht es blendend. Aber für mich ist es keineswegs egal, dass meine Sippe in der Tannenwelt eine Randexistenz fristet, weil uns die Rosaligen nicht für würdig erachten, im Kreis auch nur in ihrer Nähe zu sitzen. Es ist deine Familie gewesen, die unter den Tannen ein Klassensystem eingeführt hat. Genau, und außerdem opfern wir regelmäßig Babys und pumpen heimlich sämtliche Quellen leer, um das Astralis zum Beleuchten unseres Palastes zu verpulvern. Mariella interessierte sich null für Politik, aber anpinkeln ließ sie sich auch nicht gern. Als Lyon erneut zum Schlichten ansetzte, ließ sie ihn deshalb nicht zu Wort kommen. Du, sagte sie zu Tessa, machst es dir ein bisschen leicht, wenn du behauptest, die Clearswitch sei ein Opfer und damit kein bisschen selbstverantwortlich für ihre Lage. Für so schwach halte ich deine Sappe nämlich nicht. Das war dann also Tessas herzliches Willkommen, sagte Lyon. Ja, dann können wir das Schlimmste ja gleich hinter uns bringen und Aiden Hallo sagen. Wo steckt der Kerl überhaupt? Prompt machte Tessa einen Schmollmund. Du weißt es nicht, Lyon grinste breit. Dann hat Aiden dich also abgehängt. Respekt. Das dürfte selbst ihm nicht leicht gefallen sein, wo du doch quasi jeden seiner Atemzüge überwachst. Du hast ja keine Ahnung, fauchte Tessa. Aiden braucht jemand, der ihm zur Seite steht und ihn nicht wie einen Verbrecher behandelt. Der er zweifelsohne ist. Während Sky teilnahmslos mit den Füßen scharrte, horchte Mariella bei Tessas dramatischem Ausfall auf.
entweder war, wenn einen die ganze Welt hasst, einfach nur dick aufgetragen, oder zwei Puzzleteile fügten sich zusammen. Der Junge namens Aiden stammt aus dem Behringer-Clan. Aber konnte das wirklich sein? Wenn ihr von diesem ominösen Aiden redet, dann meint ihr nicht zufällig einen gewissen Behringer-Spross, der die Quelle in Alaska versiegelt hat? Selbst laut ausgesprochen klangen Mariellas Worte in ihren Ohren völlig absurd. Dieser Junge konnte unmöglich in dem gleichen Auffangbecken gelandet sein wie sie. Schließlich hatte er mutwillig die Lebensgrundlage seiner Familie zerstört, während sie bloß ein bisschen über die Stränge geschlagen war. Leon setzte eine Miene auf, als müsse er eine Trauernachricht überbringen. Tut mir leid, aber so ist es. Aiden wurde für seine Vergehen in die Zitadelle geschickt. Ha, das ist ein Scherz. Mariella war genauso baff, wie sie klang. Ich bin ja davon ausgegangen, dass ein der Kreis für Verbrechen dieser Liga direkt unter die Erde bringt. Allerdings wortwörtlich und nicht, indem sie einen in die Tiefen der Zitadelle verbannen. Ein Kaliber wie Aiden zu exekutieren, wäre ein krass interessanter Job, sagte Sky. Mariella blinzelte. Das war jetzt ironisch gemeint, richtig? Das mit dem Hinrichten war bloß ein schlechter Spruch von mir. Es würde völlig ausreichen, wenn sie diesen Irren für alle Zeiten sicher weggesperrt hätten. Das haben sie doch auch, sagte eine raue Stimme. Unwillkürlich machte Mariella einen Schritt zurück, als ein blonder Junge durch die Tür trat. Das musste Aiden sein. Er war weder so hochgewachsen noch so breitschultrig wie Leon. Trotzdem wirkte er imposanter. In jeder Hinsicht nach mehr. Seine Ausstrahlung traf Mariella wie eine Welle, die eisig prickelnd über sie hinweg spülte und ein Kribbeln auf ihrer Haut hinterließ, sodass sich die Härchen auf ihren Unterarmen aufstellten. Ungläubig schob sie die Ärmel ihrer Jacke hoch und glaubte, einen goldenen Funkenflug zu bemerken, der sich ausbreitete und in ihre Haut einsank. Mein herzliches Beileid, dass du in Stonehaven gelandet bist, sagte Aiden. Und dazu auch noch in so schlechter Gesellschaft. Das war also Mariellas Ankunft in der berühmt-berüchtigten Zitadelle von Stonehaven. Wie gesagt, aber es ist erst ihre Ankunft. Wenn es euch interessiert, was sie dort noch alles erlebt, was sie da auch noch alles erwartet, kennt ihr ja den Weg dorthin. Wenn ihr Stonehaven besser kennenlernen wollt, nehmt ihr ein Buch in die Hand, schlagt es auf und lest. Ich wünsche euch viel Vergnügen dabei.